So, da haben wir ein bisschen Musik im Hintergrund, dass das nicht so ganz pur ist. Ja, na dann versuchen wir es einfach mal. Ich habe es selbst noch nicht gespielt. Ich habe es doch kurz mal angespielt, habe es bei Capitals. Wie ihr seht, habe ich mal kurz reingeguckt, um es auszuprobieren, wie es ist. Aber so on Stream habe ich das noch nie gespielt und ja, habe es bei anderen schon ab und zu mal gesehen. Boah, heute versuche ich mich mal ein bisschen, blamier mich tierisch bei Erdkunde. Muss ich ehrlich sagen, also erwartet hier nicht von mir, dass ich da irgendwie Top-Rekorde aufstelle. Ich bin da wirklich. Also Erdkunde. Da könnte mir was von meiner Heimatstadt irgendwie gezeigt werden und ich weiß nicht, wo das ist. Das bin einfach. Erwartet da nicht zu viel von mir. Ich würde mal sagen, World versuchen wir mal. Spielen es einfach mal. Es gibt ein paar Tipps irgendwie, die links und rechts gezeigt werden. Geht es darum, hier mal zu raten, einen Ausschnitt zu kriegen und mal zu raten, wo wir überhaupt sind. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Denkmal. Das ist bestimmt keine schlechte Sache, das mal zu sehen. Da oben gibt es immer Hinweise, wenn ich sie angucken kann. Ich will mal zu dem Denkmal hin. Hier gibt es eine Parkhaus. Parker da Figuera. Welche Sprache ist das? Tja. Ich hoffe, die Musik ist zu hören. Was ist das für ein Denkmal? Da würde ich gerne noch ran hingehen. Danke für den Tipp, dass das Portugal ist. Die Tipps sind vielleicht manchmal zu offensichtlich. Weiß nicht, ob man die irgendwo ausstellen kann. Nummerzeichen blöd, das ist schade. Da steht was Adum. Das Portugal, das wissen wir schon mal. Manchmal steht bei solchen Denkmalen auch noch dran, irgendwie der Stadt sonst was. Und steht irgendwie der edle Recke, der damals das Gebiet sowieso befreit hat. Den Bussen könnte vielleicht was draufstehen. Hier schon weg. Hier steht da mal noch. Parker da Frigera. Parker, Figurenpark, Statuenpark. Sehr hilfreich. Charriere N12. Portugal wissen wir schon. Das irre ich mich, ist das Portugal, oder? Da blamier ich mich jetzt hier wieder, weil ich einfach keine Ahnung von Flaggen habe. Ist doch Portugal-Flagge. Oder nicht? Da gibt's Karten, da gibt's Ansichtskarten von der Stadt wahrscheinlich. Mich interessiert, ob ich da näher rangehen kann. Hier könnte man sehen, dass, wenn man da ranzoomen könnte. Ansichtskarte, so ein Imbiss, so ein Souvenirshop ist eigentlich immer Gold wert. Na, hier werden Rundreisen angeboten. Durch welche Stadt? Rundreisen durch sowieso. Ja, komme ich da nicht ran. Das wäre halt Gold wert, wenn es da draufstehen würde. Nee. Das ist, glaube ich, der Name der Firma. Eurobus. Mal die Musik ein bisschen leiser. Ich weiß nicht.
gleichmännische Musik. Seldus, Zeva. Okay. Sich doppeldecker Busse gibt's eigentlich inzwischen überall. Nicht typisch London, aber. So, na. Von den Karten kann ich leider wirklich nichts ablesen, so wie vom Denkmal auch nicht. Das ist halt die Lok drin, die alte Straßenbahn, die ist scheinbar sehr wichtig. Dieses Denkmal sehe ich ja drauf auf den Karten. Parker die Figura, ja, das ist mir nicht sehr hilfreich. Steht auf der Straßenbahn irgendwie drauf, was das da. Fester, was ist da, von welchem Fest ist hier die Rede? Fester Avorante. Compra Artua EP. Fester Avorante, ist das vielleicht irgendwas, wenn es ein Gebiet namens Avorante gibt, Avante, das ist wahrscheinlich nur ein Begriff. Naja, eine Straßenbahn steht nichts dran, wenn man irgendwie ablesen könnte. Wie in Leipzig dann LVB, Leipziger Straßenbahn. Weiß man, wo man ist. Tapas-Bar. Das Denkmal, da würde ich jetzt gerne noch näher ran. Und da was lesen. Die Lisboa. Gerade die Lisboa. Der Held von Lisboa, das heißt. Ich gucke mal auf die Map. Das ist der Platz hier, den müssen wir uns merken. Parque da Figueira, Lisboa. Mach mal groß hier. Portugal. Dann würde ich doch sagen, dass das Portugal ist. Lisbon, und das, da sind wir doch. Wir können sogar den Platz in der Nähe rangehen. Parque das Nusa, nein. Parque Figura. Und den finden wir dann aber, haben wir hier, das ist Gold wert. Lisbon ist doch hier der Statue. Lisboa, das ist doch, bin ich doch hier richtig. Jetzt müssen wir hier noch müssen wir natürlich hier über die Straße, um das sehen zu können. Das haben wir doch hier. Parque di Figura. Das finden wir doch noch irgendwo. Traka. Parque. Na komm, das wäre doch Gold wert, wenn wir direkt den Fleck treffen würden. Parque Urbain. Lisbon ist halt groß. Riviera. Santa Cruz. Na, da sind wir.
Es muss ja was, wenn ja der Nationalhelde drin steht, dann muss das ja was Wichtiges sein. Das muss ja irgendwo zentral. Das muss ja irgendwo, das kann ja nicht irgendwo stehen. So. Ich sehe sich was hier ist. Castello. Muss irgendwo relativ zentral stehen. Steht nicht irgendwo am Stadtrand, das steht irgendwo. Figura hier. Parker da Figura. Das ist doch genau, genau hier sind wir. Nice, auf den Millimeter, auf den Meter komme ich jetzt, komme ich hier klar. Parker die Figura. Zwergi hat's gefunden. Meister Detective. Na gut, das ist mein erster Versuch hier. So, wo ist der Ausgangspunkt? Wir sind direkt auf der Straße, vor der Statue. Ein paar Meter. An der Kreuzung hier an der Ecke. Die Figur steht genau hier. Da müssten wir uns. Hier ist eine Bushaltestelle, da ist eine Bushaltestelle. Da ist eine Bushaltestelle. Da drüben steht sich auch eine Bushaltestelle. Also hier sind wir nicht, also wir sind. Ich würde schon sagen, ziemlich hier. Da geht die Straße runter. Wie heißt diese Straße? Ich komme da jetzt auf den Rua da Prater. Rua da Prater, genau hier. Wir stehen auf der Straße und zwar hier, exakt hier stehen wir. Hier ist das Ding. Das ist exakt hier an der Ecke. So ungefähr. Wir stehen hier auf der zweiten Spur, genau hier. Das ist genau der Platz. Ach komm. 5 Meter entfernt. Ach komm. Ist da wirklich. Das war wirklich. Die Figur, das ist wirklich 5 Meter. Und dann wirklich diese. Ist da. Kannst du rüberrufen? Nicht, das ist halt Sichtweite. 5 Meter, das ist. Machst du 2 Schritte, bist du da. Geil. Für eine erste Runde gar nicht mal scheiße. Das ist sogar ziemlich scheiße, gut. Eine erste Runde. Ich meine, die Statue war schon echt Gold wert. Dass die Statue da stand, das war schon. Und ich hatte den richtigen Riecher, dass man daran zoomte, dass das da schon die Stadt da drin steht. Dass das da hier. Mit dem Hinweis, dass es ein. In Portugal ist es das. Kann das nichts. Kann das nur was werden. Okay, das England habe ich schon gesehen. Das habe ich an dem Bus hier schon erkannt. Der gar nicht mehr hier ist. Except Psychos, ja. Da ist ein großer Tower. Das wäre ein Orientierungspunkt. Aber wir haben den Straßennamen. George Street. Princess Street. Aha. Die Princess Street, das muss die George Street, das muss schon zentral sein. Ist schon irgendwie da mal die Kirche, wie es ausschaut. Und den großen Tower. Kirchen sind schon immer eine geile Sache. Zurück. Wir können nach Bolton.
Istanbul wird nicht weit weg sein. Bus erreichbar. Yangtze, irgendwie ist da. Eigentlich müssen wir die Princess Street nur finden, direkt neben der schöne grüne Musik gerade. Und der George Street in England. Die Gesichter sagen mir gar nichts, aber was so ist, der Rest hilft mir sehr weiter. England. Ich würde raten, sogar in London. Im Bus stand was. Balton oder Bolton? Wert nach Bolton. Gibt es den Stadtteil in London? Cambridge. Ist das was Großes? Bolton oder in Oxford, die bekannten Städte? Reading. Bedford. Southampton. Northampton, Bolton ist schon sehr. Wenn wir das finden würden, das wäre schon sehr gut. Dann kann es ja nicht weit weg sein. Und das mit einem Linienbus. Das ist ein Doppeldeckerbus, also das ist schon die Stadt, wo es da drin ist. Das wird schon. Bad Oxford. Oder sehe ich die Flagge falsch? Die Princess Street und die, was war das? War das andere? Die George Street, das ist schon. Da bin ich glaube ich in England schon ganz sicher. Bin schon ganz richtig. Am Boden. Kenne ich mich nicht gut genug dafür aus, aber Boston. Googeln wäre jetzt Blödsinn. Oder Betrug. Das ist einer der größeren. Das ist scheinbar nicht. Boden. Ist auf jeden Fall England, das heißt, da oben brauchen wir gar nicht zu gucken. In Schottland brauchen wir gar nicht gucken. Boden, 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 Boden. Brüssel. Ich finde es auch noch nicht. Das hat echt ein Glückstreffer beim letzten Mal mit der Statue, ne? Boden, Boden, Boden. Ich häng mich hier ziemlich an Boden auf. Was ein ziemlich guter Hinweis ist. Denn wir finden hier noch was. Grüßen.
Das Ding hier ist keine Kirche, oder doch? Bullface. Kaffee Nürnberg. Eine Stadtterrorisierung könnten. Bei den Bussen dort finden wir nichts. Da steht was auf dem Schild. Princess Street Hotel, das ist die Princess Street. Das wird nicht irgendwo liegen, wenn das. Schön ist wenig hilfreich. Bolton. Selfroad Shopping Street. Bolton müssten wir jetzt noch finden, das wäre halt. Wahrscheinlich ein Stadtteil von London, würde ich raten. Instinktiv mal. Westminster, Harbin, ansonsten geht's einfach mal. Och, ja, nur 253 Kilometer weit weg. In Manchester. Okay, ich war auf London. Das Ding hat mich getäuscht. Okay, was haben wir hier? Japanische, koreanische oder chinesische Zeichen? Also schon mal nicht London. Ja, das Haus hier sieht ziemlich japanisch aus. Gut, bei den Zeichen brauchen wir nach Ortsnamen nicht zu suchen. Das kriege ich nicht hin. Japan, da wissen wir es. Die offizielle Landesflagge von Japan. nee, Spaß. Weil es nur ganz leicht raus ist, muss. So, Japan. Ja. Blöd, dass man die Sprache, dass man Text nicht lesen kann. Das hat mir bisher halt echt. Ist halt ohne Straße wie der andere, deswegen ich dir mangels anderer Anhaltspunkte wäre halt schon lesbare Straßenschilder echt wichtig. Das steht ja hier kein, ist halt hier irgendwo eine Kirche oder ein Denkmal oder sonst irgendwas, wo man jetzt sagen könnte. Da haben wir es. Kennt jemand die Gesichter? Wahrscheinlich Politiker. So wie es aussieht, wie die Werbung geklebt wurde. Das müsste man Japanisch können. Die Musik passt übrigens auch sehr, sehr gut. Sehr schön, die Musik im Hintergrund.
Habe ich nicht, hab ich, ist random Liste, das habe ich nicht, ausgesucht. Das kam einfach. Da bin ich nicht schuld dran. Passt natürlich in die Region rein. Pokémon Musik passt da ganz gut. Die Ampeln sind hier schräg. Die Ampeln sind in Japan. Nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts. Interessant. Tja, Japan. In Japan, wo es Häuser gibt. Japan. Wo lag das noch mal? Hier lag das. Okay, vielleicht können wir ein Zeichen und ein bisschen Zeichenübersetzung. Es ist auch kein Bus hier, es ist kein. Relativ wenig da, was steht auf dem Plakat drauf? Sind alle zwei Zeichen die Städte? Könnte man das irgendwo mit vergleichen? Und da steht Landesmeisterschaften von sowieso. Das wäre dann so denkbar, wenn das. Männchen haben wir das irgendwie mit einer Stadt. Ein Männchen mit einem Ding noch. Das sind zwei Zeichen, das könnte. In der Nähe von Tokio, sag ich mal. Ja, Kyoto. 370 Kilometer entfernt. Runde 4. Wo sind wir hier? The World's Best Office Chairs. Aha. Den Flaggen nachzuurteilen. Spanien. Nee. Natürlich nicht. Den Flaggen hier nach zu urteilen. Ist das schon mal Spanien, wie wir sehen können. Ja. Ja, die rote Fahne mit dem roten Blatt drauf, wisst ihr ja, das ist bekannt für Spanien. King Street. Nee. Wo in Kanada sind wir? Peter Leibniz. Ja, Kanada war ich auch noch nie. Ich war noch nicht in Japan und auch nicht in London. In Portugal schon gar nicht. Da stehen große Tower. Fährt eine Straßenbahn. Ist interessant zu gucken, ob die wieder irgendwo hinfährt. Da läuft eine Frau in Pink. Das habe ich gehofft, dass wir irgendwo vor der Fresse haben.
Ja, das ist schade. Der Bezugkarte. Hier ist geblurrt. Starbucks, das gibt es auch überall. Schöne Regenbogenflagge hier. Moonlight West Residence und King Street. Aber jetzt sind wir bei der King Street in Kanada schon ganz. Victoria Street. So groß ist Kanada jetzt auch wieder nicht. Dass wir es nicht absuchen könnten. Hauptstadt einfach mal. Eine große Stadt. Ich weiß jetzt nicht, was die Hauptstadt von Kanada ist. Da bin ich zu blöd für. Ich mache mal Instant hier. King Street. Naja, Stadt bräuchte ich schon irgendwie. Durch in der Straßen, super. Schade, dass auf der Straße mal nichts draufsteht. Big Smoke Burger. Ja, schön wäre es natürlich, wenn wir irgendwann noch mal auf einer irgendwo hinkommen, wo ich sage, cool, da war ich mal im Urlaub. Das ist dann genau in dieser Ecke habe ich in diesem Restaurant gegessen. Das weiß ich, wo das ist. Nur trotzdem daneben tippe. Eine große Straße, hier sind viele Straßenbahnen unterwegs. Ist nicht irgendwo. Ist ein Shoppingmeile, hier ist viel los. Hier sehe ich schon das zweite Gebirge, das zweite Gebäude, was beflaggt ist. Das ist schon das Zentrum. Regierungsviertel vielleicht sogar. The Royal Bank of Canada. Das ist wirklich die, das ist die. Der steht in der Hauptstadt. Jetzt müssen wir wissen, was die Hauptstadt von Kanada ist. Lass mal geraten. Downtown. Den Fluss habe ich hier noch nicht gesehen. King Street. King Street. Haben wir jetzt zufällig eine King Street irgendwo? Central Memorial Park. Ansonsten ist ganz zentral. Tipp mal hier. Oh, Scheiße. Ist ja fast noch ein. Ist ja fast noch USA. Toronto. War das? Schwa. Final Round. Okay. Wo sind wir hier? Shell-Tankstelle gibt's.
Unleaded, also ist nicht Deutsch. Absolut keine Ahnung, was das ist. Ist das? Die Flagge sieht fast nach ja Jamaika aus, aber Jamaika ist das nicht. Jamaika hat andere Farben. Nicht so viel noch. Nelson Mandela? Oder ist das verwechsel ich den mit wem anders? Jetzt bin ich wieder Rassist, weil ich den mit wem verwechsel. Karus. Elon Musk? Bitte was? Elon Musk? Was der. Ist was? Was? Was hat denn Elon Musk hier zu suchen? Was hat das mit dem zu tun? So, such mal wieder auffällige Stellen. Wahrscheinlich, und das ist nur Wahlwerbung. Das ist einfach nur ein Werbungsbanner. Das ist eine Bushaltestelle, das heißt, hier fährt der Bus. Das ist schon mal kein kleines Dorf. Obwohl wahrscheinlich im Ausland auch auf dem Dorf. Alle 10 Minuten Busse fahren. Ist ja nicht Deutschland. Obwohl du, wenn du auf dem Dorf bist, da Glück hast, wenn der Bus mal zweimal am Tag fährt. Ich habe mal einen Bus. Und Bus vorbei. Na, schön geblurrt, was da drauf steht. Irgendwelche Straßennamen? Hier haben wir Straßennamen. University of, ja, das wäre jetzt wichtig. Wernet. Festival. University of Pre. Tja, Prästoria. Vielleicht schon mal irgendwas Ähnliches. Aber wo? Wo zum Geier? Denn die Flagge sagt mir absolut gar nichts. Ist das eine schwarz-rot-goldene Flagge? Kann er das? Hotels. Ist einfach Malle, deswegen weht eine deutsche Flagge. Ist der Ballermann. Schildankstelle. Was ist das für eine Flagge? Meine Erdkunde-Skills sind scheiße genug, um das nicht zu wissen. Und Elon Musk und ich würde sagen, Nelson Mandela haben damit was zu tun. Fish and Crisps. Fish and Chips. Ich habe dann eher noch zu den Fisch Chips. Aber England ist es nicht. Oh. Und das warte zurück. Ich glaube, da habe ich noch eine Ampel gesehen. Oder so, das war in der Ampelflammenfarben. Einfach ums Wissen zu wollen. Wo ist Bolivien? Wie war das die
Was nicht disponibel in Koordination. Google nur, um zu wissen, was Bolivien. Ja, Bolivien, sag ich doch. Bolivien. Rot, gelb, grün. Wo zum Henker liegt Bolivien? Bolivien. Wenn die Flagge habe ich jetzt noch nicht erkannt. Bolivien Flagge. Ja, die ist halt leider so, aber ist eigentlich klar, aber das ist vielleicht ein anderes Land in der Nähe. Wo zum Fick liegt Bolivien? Ich bin naiv, falsch, deswegen kann ich es googeln. In Südamerika liegt Bolivien. Bolivia. Paraguay, vielleicht ist es Paraguay. Bin ich wirklich schlecht. Gerade in Südamerika. Ich hab keine Ahnung. Paraguay ist es nicht. Brasilien sieht anders aus, das weiß ich. Die Flagge. Was für eine Flagge ist das? Chiles vielleicht sieht auch anders aus, Argentinien ist anders. Uruguay vielleicht. Ich weiß es nicht. Wow! Immer über den Ozean nach Afrika. Wow! Das ist kritisch. Wow! Und Südamerika nach Afrika. Wow! Nicht mal selbst im Kontinent. Man jubelt mir doch bitte nicht. Das ist, habe ich nicht verdient. Obwohl da war das war schon ziemlich krass. Die erste Runde hier, das war schon. Halleluja, das war hier. So 5 Meter entfernt, das war wirklich hier. Da liege ich so nah, das ist hier. Auf der Straße hier, das war wirklich. Das war nicht, die erste Straße war schon wirklich. Das war schon echt eine geile Sache. Verändert habe ich mich ein bisschen. Ja. Am Weizen lag ich wirklich hier daneben. Das war ja wirklich kritisch. Am nächsten hier dran und am Weizen hier dran. Ja. England geht halt noch. Das ist halt. Ja, aber auch irgendwie nicht. Joa. Capitals haben wir noch eine Runde. Ah ne, fangen wir wieder von Anfang an. Das wollte ich eigentlich nicht mehr. Das ist doch wieder dieselbe Straße, oder? Ne, ist es nicht. Das ist englischsprachig auf jeden Fall. Dann irgendwelche Royals abgebildet. Das ist für Großbritannien. Boris Johnson. Das ist London. Einfach mal wild guess. Muss ich gerade auch gerade gestoppt. Ah, der Tower. Der steht in London. Dann. Wait, guess. Hierhin. Oh, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ein paar Kilometer. Ein sehr wilder Guess, aber. Gar nicht so weit weg. Was haben wir hier? Versuch mal schnell einfach mal zu
Schnell zu raten. Wieder das Rot-Grün. Flagge. Lenne korrekt. Nach den Hinweisen dann auch öfter zu raten. Fußtaxi. Okay, Taxi hier. Geht ja registriert. Okay. Grenzen vor Jen. Das ist doch Holland, oder? Ich mache mich hier zum Holland. Ist klar. Zu Norwegen. wahrscheinlich nicht. Falsch geraten. Ja. 71 Kilometer. Für einen Wald ist gar nicht verkehrt. Für meine Geografiekenntnisse. Okay, mitten auf der Kreuzung. Alle Seiten sehen fast gleich aus. King Edward. Ist wieder England. Irgendeins unter Regime von England. Das ist irgendwie ein Gebäude. Was wichtig aussieht. Oder ist das eine Schule? Irgendwas in der Art ist das. Koalas, also nicht England. Hier ist eine Statue. Ist irgendwas Offizielles, das ist irgendwie. Das müsste mir nicht alles täuscht. Australien sein. Das Australien ist halt ziemlich groß. Hier. I guess. Auch nicht sehr weit weg. Runde 4. Spell. Ja, Venus, Nikokos, Ladu, okay. Aus Deutschland hat man bisher noch nichts, deswegen. Der Zufall, dass das meine Stadt zeigt, ist wahrscheinlich auch zu hoch. Ich habe keine Ahnung. Südamerika würde ich tippen. Wieder falsches Kontinent. Mexiko. Final Round. Okay. Schlimme Verkehrssituation. Verkehre wie. Müssen nicht fahren, müssen nicht mitfahren. Dann. Aber hey, das ist klar, das ist. What the fuck? Hoffentlich ein altes Bild. Russland ist das nicht. Das sehe ich. Sowjetische Fahnen. What the hell? Ja,
Diesen Landumriss. Das ist interessant. Das könnte Sushi sein. Ein Geberstern. Und Serviettfahne. Das ist China. China hat aber ein anderes. China war nicht. China hatte. Die hat nicht nur einen Gebenstern. Die hat einen Gebenstern, aber da fehlten noch. Da war noch anderes. Na gut, wenn man die anderen Sterne auslässt. China würde es passen. Ich, für China sind da viel zu viele. Ist das die falsche Schrift? China hätten wir chinesische Schriftzeichen. Weit gesehen. Oha. Hey. Punkt. Laos. Okay, nee. Hier so ein Gebiet. Wo ist das? Wer ist das? Hanoi. Sag mir nichts, grenzt aber an China an. Naja, gut, stimmt, würde ich nicht sagen. Würde ich jetzt nicht so behaupten. USA gibt es noch und Landmarks. Gibt es noch Deutschland, wo wir das mal irgendwie in Germany. Können wir das noch playen? Start Game. Und instant voll eingelost. Nee. In Aldi. Deutschland müssen wir noch hinkriegen, oder? Capri-Stube. Fahrzeugteilehandelsgesellschaft. K&F Müller GmbH. Müller-Ersatzteile. Normalerweise schreiben die sich doch auf die. In welcher Stadt die sind. Den Hinweis gibt es hier wahrscheinlich nicht mehr. Das wird zumindest seltsam. Von Essenstraße. Ruhsteinkamp. Wenn ich das auf YouTube hochlade, wenn ich in irgendjemanden das Nachbarschaft rumstreife, sag's mal. Das ist hier Deutschland, das ist durchaus möglich. Sag mir mal, wie dämlich ich war. Wie oft ich an eurem Zuhause vorbeigeschrubbt bin. Stieglitzstraße von Essenstraße. Ach, der Alte um die Ecke, den kenne ich. Die Fahrzeugteile, da war ich auch schon öfters. Steinberg. Wenn jemand seinen Kaffee erkennt. Sich gerade beobachtet fühlt. Nicht vor seiner Haustür rumlungere. Das Futterhaus. Ist jetzt. Die anderen, die internationalen Städte waren leichter, aber da mal und einiges mehr gesehen hat. Von Essenstraße.
Muss nichts heißen, muss nicht Essen sein. In jeder Straße, in jedem Stadtteil. In der Stadt gibt es irgendwo eine Essener Straße, eine Leipziger Straße, eine Berliner Straße. Das ist halt irgendwie, das muss halt wirklich nichts. Und welche irgendwo irgendwelche markanten Sachen, die man sich irgendwie merken könnte. Bisschen geht's nicht. Polsterwelt. Ja, ich hoffe, dass hier irgendwie ein Name die Polsterwelt. Neudingens. Oh, Hamburg. Nagelkosmetik Hamburg. Okay, interessant. Danke dafür. In Hamburg war ich schon, aber in dem Viertel noch nicht. Hamburg. Hamburg war ich dieses Jahr erst im Urlaub. Hamburg haben wir herausgefunden. Grüße an die Hamburger. Echt geile Stadt. Hamburg, meine Perle. Hamburg, die von Essen Straße. Na bitte. Hamburg ist natürlich hier. Und wohl, ja, natürlich eher hier. Hamburg von Essen Straße. Schell. Aldi, Lidl, Bremer Straße von Essenstraße. Es ist auch keine große Straße, das ist ja keine Hauptstraße. Was ist das Aldi? Aldi Nord ist das auf jeden Fall schon mal. Machen wir wieder Musik an. Viele Aldi Nords gibt es hier. Hamburg. Nicht so viele offensichtlich. Hier bei 1 könnte es dann schon richtig sein. War auch jetzt die erste, die ich gefunden habe. Capri-Stube im Essenweg. Ist toll, wenn wir das finden würden. Ist einen aktiven Chat zu haben, wäre natürlich sehr gut. Man das kennt. Rewe, 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 Rewe. Wie fies, könnt ihr jetzt googeln, all dies in Hamburg. Und Kaufland. Okay, ich setze mich einfach irgendwo hier hin. Guess. Ah, auf meinem anderen Ende der Stadt. 5 Minuten.
The 5 minutes of free exploring has ended. Oh. Ja. Ein gutes Mal ausprobiert zu haben. Mein Deutschland macht natürlich noch mehr Spaß. Ich will das nicht drücken. Gut. Fürs erste Mal reingucken, denke ich. So ist es mal gewesen sein. Deutschland wäre natürlich mal noch Spaß, sich da mal auf das reinzugehen, aber das ist hier Pro-Dings. Die Welt hier ist natürlich. Das ist for free. Aber wisst ihr was? Ich habe noch Bock mit euch heute Monkey Island noch ein bisschen weiter zu spielen. Deswegen mache ich jetzt eine kurze Streampause. Danach spielen wir einfach noch mal ein bisschen Return to Monkey Island weiter. Denke ich ja. Können wir einfach mal machen. Ja.